Trari, trara, die Box ist da, die Biertasting Club Monatsbox ist da. Was für eine Brauerei, Brauerei des Monats ist und 12 Biere hier reingebracht hat. Wir finden es gleich gemeinsam raus. Ich freue mich drauf. In 6 Sekunden. Hey, schön, dass ihr dran geblieben seid und damit herzlich willkommen zum heutigen Unboxing-Video der Biertasting Club Monatsbox in der April-Edition. Und bin sehr gespannt, was hier drin ist. Wie gesagt, es gilt immer, die Brauerei des Monats hat 12 Biere zur Verfügung gestellt. Aber haben wir auch alle dieselben Biere bekommen? Schreibt es mal gerne unter das Video, würde mich interessieren. Und was für eine Brauerei überhaupt Brauerei des Monats ist, das finden wir jetzt gemeinsam raus. Und gehen der Box hier mal an den Kragen. So. Hat übrigens ein anderes Design diesmal. Ui. Da ist jetzt einiges an Papier drin. Also fangen wir erstmal an mit der Grußkarte, dem Bierdeckel und der, dem Biertasting Club Magazin, was da mit dabei ist. Aber jetzt kommt hier, und damit ist das Geheimnis eigentlich auch schon gelüftet, eine Broschüre der Alpirsbacher Klosterbräu. Unsere Biere, also da wird wahrscheinlich, ja, da wird, werden die Biere vorgestellt. Das finde ich natürlich sehr praktisch. Wenn die jetzt auch alle, also 12 Biere kriegen wir hier zusammen, das sehe ich schon. Wenn die jetzt auch alle da drin sind, na bitte. Oh, was haben wir denn hier noch? Einladung zum Biertasting Live, der monatliche Stammtisch der Biertasting-Community auf Instagram. 26.03. Oh, wir verpasst. Na gut. Und das habe ich zweimal gekriegt. Na gut. Dann würde ich sagen, schauen wir mal, was hier für ein Bier reingekommen ist. Weizen, Hefehell. Ja, da sind wir schon mal sofort mit dabei. Ein helles Weißbier aus der Alpirsbacher Klosterbrauerei. Oh, es geht einfach so weiter. Dunkles Klosterweizen. Hatten wir letzten Monat auch. Dunkle Weiße, dunkles Klosterweizen. Ein Pilzbier. Auch aus der Alpirsbacher. Wir müssen kurz hier drüber schauen. Es schaut so aus, als hätten wir hier diesmal keine Fremdkronkorken drin. Ein Klosterzwickel. Da gibt es offensichtlich entweder ein neues Etikett oder eine neue Linie hier mit diesen Bieren. Da kommt das Klosterhelle auch dazu. Und was haben wir denn hier noch? Auch aus dieser Serie das Klosterstarkbier. Na, das gehört natürlich zu einem Kloster definitiv. Mit dazu ein Starkbier, ein Klosterdunkel. Eben haben wir ja schon das Weißbier im Dunkel, jetzt haben wir auch das richtige Dunkel. Also für meinen dunklen Fetisch ist da einiges getan. Der kleine Mönch, das Schwarzwaldbier, was immer der kleine Mönch ist. Zumindest ist es eine 0,33er Flasche. Das ist zumindest auch neu, muss ich ganz ehrlich sagen. Man kriegt ein bisschen mehr Bier fürs Geld. Es sind fast durch die Bank weg in den letzten Boxen mehr 0,5er Flaschen oder überwiegend 0,5er Flaschen. Das Spezial aus der Alpirsbacher Brauerei. Und hier haben wir noch das 0,0, damit ein komplett entalkoholisiertes Bier. Passt ja auch gut dann zum Kloster Starkbier. Haben wir alles dabei. Ein Kristallweizen. Ja, da geht mir das Herz auf. Ihr wisst ja, dass ich ein bisschen gerade, oder das ist gerade, schon eigentlich eine ganze Weile, Brauereien suche, die noch Kristallweizen machen. Und da hätten wir jetzt eins. Und das letzte, oh, das ist aber süß. Das ist eine kleine Euroflasche. Haben wir alles, bevor ich die... Ja. Das ist der Schwarzwaldmichel, ein Schwarzwälder Helles. Also, die Alpirsbacher Klosterbrauerei war diesmal mit dabei. 12 schöne Biere, wie der klassische bayerische, beziehungsweise, nee, in dem Fall ist es ja Schwarzwald, das müsste dann Baden-Württemberg sein. Braukunst und stilistisch ist mal wieder so alles mit dabei, was Rang und Namen hat. Ein bisschen obergärig, ein bisschen untergärig, hell und dunkel, alles mit am Start. Natürlich klassische Stil, da war jetzt kein Pale Ale. Oder IPA, was sich da drunter gemischt hat. Aber ich finde das wieder sehr ordentlich. Mir wird es Spaß machen, insbesondere die Dunkeln und die Hefebiere. Und dann sehen wir uns mit diesen Bieren dann demnächst hier auf dem Kanal. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr auch. Bis dahin. Tschüss, Papa. Servus, Prost und Ahoi.